Hallo ihr Lieben, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt's was aus der Rubrik Fleisch und Sprit. Wir machen heute Koteletts in einer Whisky-Marinade und dazu gibt's ein selbstgemachtes Baguette. Viel Spaß beim Video! Und hier die Zutaten für unsere Whisky-Marinade. Olivenöl, Sojasauce, Honig, Ahornsirup, Whisky natürlich. Die meisten nehmen Bourbon, das ist nicht so unser Fall. Wir nehmen einen irischen Whisky. Bleibt halt natürlich jedem selbst überlassen. Genau wie mit dem Senf. Je nach Schärfe, wir nehmen einen etwas schärferen. Dann haben wir noch Salz, Pfeffer. Eine Dreikräutermischung aus Oregano, Majoran und Thymian. Und natürlich unsere Koteletts dürfen nicht fehlen. Ja, wir machen uns jetzt dran, die Marinade zu verrühren. Und dann melden wir uns wieder. Die genauen Mengenangaben übrigens findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ja, unsere Koteletts wurden jetzt mariniert, eingeschweißt und gehen jetzt für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank. Aus der Restmarinade werden wir eine Soße machen, aber dazu später mehr. Wenn es an den Grill geht, melden wir uns wieder. So, Freunde, unsere Koteletts liegen schon auf dem Grill. Ich werde sie von beiden Seiten scharf angrillen. Danach geht es hoch in die Ruhezone. In der Zeit werden wir unsere Soße vorbereiten. Ja, und dazu gibt es ein selbstgemachtes Baguette. Jedenfalls, nee, nicht nur eins, es gibt mehrere, die hat meine Frau schon vorbereitet. Werdet ihr dann sehen. Bis gleich. Wir haben nun unsere restliche Marinade erhitzt. Darin schwenken wir jetzt oder braten wir unsere Zwiebeln an. Ist eine halbe Zwiebel. Gemüsezwiebel, wohlgemerkt. Eine halbe Gemüsezwiebel. Die ist mir größer. Na, war noch nicht heiß genug, wa? auf volle Pulle stellen. Genau. Ich hoffe, das klappt auch mit dem Schmoren. Du hattest hier Sirup drin, ne? Oder Ahornsirup, ne? Ahornsirup ist drin. Okay. Nicht, dass uns das anbrennt. Das sollte klappen so. Ja, jetzt wird's. Jetzt beschlägt auch die Kamera. Genau. Lass sie mal richtig schön anschmoren. Ich denke, wir sehen uns gleich wieder. Denke ich auch, sonst wird das ein bisschen zu langatmig. Bis gleich. Jetzt gebe ich noch einen großzügigen, na, 2 Teelöffel Mehl dazu. Lösch das Ganze mit Orangensaft ab. Von einer halben Orange der Saft, ne? Nein, es war eine ganze Orange. Ach, war eine ganze. Gut, dann habe ich mich vorhin verguckt. So, das Ganze lassen wir noch mal etwas aufköcheln. Und ich gebe noch Kochsahne dazu. Ich denke, eine halbe Flasche. Ja, war eine halbe Flasche. Das Ganze kann noch ein wenig aufkochen. Und ich denke, danach kann gegessen werden. Ich denke auch, ich muss noch mal abschmecken. Nee, ich brauche einen anderen Löffel. Ja, ist gut. Da braucht nichts weiter rein. Ja, dann denke ich mal, wir werden jetzt gleich servieren, sehen uns beim Tellerbild wieder und anschließend zum Fazit. Ja, Freunde, kurzes Fazit.
Hätte nicht gedacht, dass man auch so ein bisschen bei den Cocktails diesen Whisky-Geschmack hat. War da, war dezent, war lecker. Der Hammer natürlich wieder, wie immer, die Soße. Also wir sind beide so richtige Soßenfreaks und ich glaube, die kann man, ich glaube, zu jeder Fleischsorte nehmen. Probiert's einfach aus. Das Rezept ist natürlich unten in der Infobox drinne. Genau wie die selbstgemachten Baguettes, das haben wir jetzt nicht gefilmt. Das hat meine Frau in den frühen Morgenstunden gemacht, weil sie mal wieder nicht schlafen konnte. Alles in allem ein gelungener Sonntag, würde ich sagen. Nee, würde ich nicht sagen. Es war ein gelungener Sonntag. Einfach klasse. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, macht's nach. Ja, Daumen hoch da lassen. Netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss.